Die Schweizer Tageszeitung hat es auf den Punkt gebracht. Wende oder Ende. Die Schweizer haben sich einige Ausrutscher geleistet. Der schlimmste in Aserbaidschan. Und Trainer Rolf Frenger hat noch mal mit den Leistungsträgern Fraktur geredet. Mit Türkemas, mit Sforza, mit Chapuisat. So kann es nicht weitergehen. Mit der neuen, das ist Türkemas von den Grasshoppers, der ja zwischenzeitlich in der Schweiz oder in der Türkei gespielt hat. Die Ungarn unter Druck von Beginn an. In Zürich spielte eigentlich nur eine Mannschaft, die Schweiz. Das ist Forza von Inter Mailand. Und dann ist es doch passiert. 83. Minute. Türkemas reißt sich das Trikot vom Leib, gibt normalerweise die gelbe Karte. Vergesst alle Komplexe, vergesst alles, was bisher war. Das ist Rolf Frenger, der Ex-Stuttgarter Trainer. Und, ja, Sie haben es ja gesehen, nach der überraschenden Niederlage der Norweger gegen Finnland in Oslo kommt natürlich nun in dieser Gruppe 3 auch noch einmal Spannung auf. Da sind selbst die Schweizer noch einmal ins Geschäft gekommen. Kaum zu glauben, dass diese Niederlage in Aserbaidschan, die Heimniederlage gegen Norwegen, vielleicht noch auszubügeln ist. Das goldene Tor durch Türkemas.